Stefan Sendera und Jonas Schmidt ermitteln wegen einer Körperverletzung in einem Theater. Von den Sanitätern erhalten sie erste Informationen. Ja, junger Mann, bewusstlos. Ja. Offensichtlich niedergeschlagen hier. Das ist das Portemonnaie von ihm. Ja, geben Sie es meinem Kollegen, okay. Genau. Aber nicht ansprechbar? Nicht ansprechbar, gar nicht. Okay. Wir versorgen ihn jetzt erst einmal. Ja. Alles Weitere müsst ihr. Ja, jetzt gucken wir erstmal, wer das ist. Mhm. Jetzt den Kopf wieder fest. Ja, lassen wir. Mhm. Marvin Baumann. Die Leitstelle hatte ja die Identität von ihm noch nicht, ne? Nee. Na gut. Arnold für den 1537. Ja, kannst du mich hören. Also hier in dem Theater am Einsatzort am Park ist ein junger Mann niedergeschlagen worden. Also das nur erstmal zur Kenntnis des Sachverhalts. Der will Marvin Baumann heißen. Alles andere klären wir jetzt. Alles klar, verstanden, habe ich mit. Ganz kurz nochmal zu euch. Irgendwelche anderen Verletzungen, die ihr jetzt entdeckt habt? Bis jetzt noch nicht. Außer das am Auge, ne? Das ist am Auge, hier an der Schläfe, ne? Ja, okay. Ingrid, waren Sie, ne? Ja, ganz genau. Ganz kurz, Sie sind hier Chefin, oder was? Genau, ich bin Inhaberin des Parktheaters, ja. Genau. Okay, und Sie, wer sind Sie? Ich bin Anna Scholz, ich bin die Mitarbeiterin von Ihnen. Okay, haben Sie irgendwas mitbekommen? Nee, ich bin, nachdem das Theater jetzt geschlossen hatte, nach der Vorführung einfach hier hingegangen und wollte sauber machen, wie immer. Hm. Und dann lag er da, dann habe ich ihn da gefunden. Okay, haben Sie Ausweise dabei? Ja, habe ich. Sie haben, ja gut, das können wir auch später machen. Ja gut, ist natürlich für uns jetzt ganz wichtig. Wir müssen natürlich wissen, was lag da für ein Motiv vor und wer kommt als Täter in Frage. Mhm. Lief hier schon eine Vorstellung? Ja genau, heute lief eine Vorstellung. Die sind aber alle schon weg. Genau. Das heißt, die einzigen Personen, die wir hier noch vor Ort treffen können, das sind Sie beide oder gibt es noch mehr Angestellte? Möglicherweise vielleicht noch der Bühnenbildner, der arbeitet manchmal noch, aber ansonsten. Also haben Sie irgendwie ihn vorher schon mal gesehen? Ihn nicht, nee. Nee, also Sie kennen ihn gar nicht? Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Auf der Wache Köln-Mülheim erfährt Marc Westerhofen von dem Ermittlungsstand im Theater. Währenddessen erscheint eine äußerst besorgte Frau. Ich wollte einmal eine Vermisstenzeige aufgeben. Ich bin Isa Jung. Was passiert? Wir vermissen jemanden. Also mal ganz von vorne. Ich war gerade noch mit meinen Eltern kurz essen. Wir waren eigentlich verabredet, aber er ist nicht erschienen. Das ist jetzt vor 2 Stunden gewesen. Und er weiß ganz genau, dass das unfassbar wichtig ist. Ich mache mir so Sorgen, es muss irgendwas passiert sein. Es passt einfach nicht zu ihm. Okay. Sie sagen jetzt gerade, es ist 2 Stunden erst her. Ich gehe mal davon aus, es ist ein erwachsener Mensch, ein Mann wahrscheinlich. 28 Jahre alt, so. Also es ist grundsätzlich so, bei den Witterungen allgemein, ja, ist es so, dass man bei Erwachsenen frühestens nach 24, wenn nicht sogar 48 Stunden erst was machen können. Für gewöhnlich kommen die wieder. Aber das passt wirklich nicht zu ihm. Also er sollte das erste Mal meine Eltern kennenlernen und ich meine, da kommt man erstens nicht zu spät oder gar nicht. Also er hat mich ja komplett versetzt und das passt einfach nicht zu ihm. Ich mache mir einfach totale Sorgen. Haben Sie denn das Gefühl, dass da wirklich was passiert sein könnte? Auf jeden Fall. Er hätte mir doch Bescheid gesagt. Vor allem meine Eltern das erste Mal kennenzulernen und dann nicht zu kommen. Was macht denn das für einen Eindruck? Okay, wir machen Folgendes. Pass auf, ich nehme das jetzt gerade mal auf. Ja. Und dann werden wir mal gucken. Also wir haben es dann zumindest mal schon mal dokumentiert. Und wenn was sein sollte, dann kann ich Sie dann kontaktieren. Ne? Aber es ist noch ein bisschen früh. Aber gut, geben Sie mal den Namen bitte. Wie heißt er denn? Der Marvin Baumann. Marvin Baumann, sagen Sie gerade? Mhm. Marvin Baumann, 28. Und der Name klingt vertraut, den habe ich nämlich heute schon mal gehört. Es haben nämlich derzeit die Kollegen draußen eine Einsatzmaßnahme. Und da ist der Name Marvin Baumann gefallen. Kommen Sie gerade mal mit. Ich bin mal gerade in der 5, ja? Ja. Danke. Kommen Sie gerade mal rein. Wie meinen Sie das? Haben Sie das schon irgendwas? Warten Sie, ganz kurz. Setzen Sie sich erst mal hin. Ich muss das jetzt erst mal mit Ihnen mal kurz besprechen. Vielleicht handelt es sich auch noch um Verwechslung oder Namensfehler oder sonst was. Ja, ich hoffe es doch. Dieser Marvin Baumann, hat der irgendwas mit dem Theater zu tun vielleicht? Also vor knapp 2 Wochen ist ein Mitarbeiter, mein Freund, angegangen, körperlich. Da gab es einfach nur ein paar Differenzen, aber das war ein bisschen zu viel. Er hatte eh schon mit anderen privaten Sachen Stress und da habe ich ihm gesagt, das muss er sich nicht antun. Und seitdem wollte er auch eigentlich das Theater meiden, das Parktheater, aber... Also ich hoffe, er ist jetzt nicht auf
zu einer Auseinandersetzung zwischen dem einem Herrn und dem Marvin. Haben Sie einen Namen vielleicht von dem Herrn? Lasse. Also ich weiß jetzt leider nicht den Nachnamen. Bühnenbildner im Parktheater und... Aber der arbeitet noch da. Genau, der arbeitet jetzt noch dort. Stefan Sendera und Jonas Schmidt ermitteln, dass der Bühnenbildner wegen eines Streits eine Abmahnung erhielt. Sie wollen klären, ob er als Täter in Frage kommt. Sie sind der Lasse, ne? Ja, ist richtig. Wir hätten da mal ein paar Fragen an Sie. Ja. Sie sind ja hier Bühnenbauer, ne? Genau. Bild. Ich bin für die Requisiten zuständig, für die Bühnenbilder. Ja. Okay. Eine kurze Frage so an sich. Was für ein Verhältnis haben Sie denn zu den Angestellten hier generell? Ein gutes. Ja. Wir kommen gut miteinander parat, ja. Okay. In der letzten Zeit mal irgendwelche Streitigkeiten gewesen mit irgendwelchen Personen? Ich spreche jetzt mal. Ich werde jetzt mal direkt. Herr Baumann, sagt Ihnen das was? Ja, der Marvin. Ja, genau der. Mit dem habe ich Stress gehabt, ja. Mit denen, ja, inwiefern, also wie war das? Ja, der hat meine Bühnenbilder kritisiert und zwar ordentlich. Und da ist mir dann irgendwann der Kran geplatzt und ja, da haben wir uns ein bisschen gezofft. Da bin ich auch leider handgreiflich geworden. Ja. Aber ich habe mich vor 2 Tagen mit ihm getroffen gehabt in der Stadt und habe mich bei ihm aber auch entschuldigt. Okay. Ich habe erklärt, ich habe eine Abmahnung dafür bekommen. Mhm. Und auch das, ist alles auch das wissen wir. Auch das wissen wir. Aber so generell, dass dann nochmal Streitigkeiten irgendwie, dass das jetzt so krass geworden ist in der letzten Zeit, dass Sie jetzt nochmal irgendwie einen Racheakt gegenüber ihm irgendwie verübt haben, das ist nicht der Fall. Nee. Absolut nicht. Nee. Wir sind wieder parat, bei uns ist alles in Ordnung, alles gut. Gut, es geht darum, dass der Herr Baumann hier im Nebenraum liegt oder im Nebengebäude liegt, niedergeschlagen und jetzt derzeit noch bewusstlos ist. Ne? Oh nein. Das ist ja schrecklich. Ganz kurz. Okay. Stand jetzt da im Regal. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das kein Kunstblut ist, ne? Kein Theaterblut. Ja, das sieht zumindest nicht so aus. Das könnte dann auch der Gegenstand sein, mit dem der Baumann niedergeschlagen das worden ist. Das kann gut sein. Sie sehen das gerade, ne? Ja, natürlich. Die ist schon von mir. Ja. Und oh, das ist aber schlecht. Wie erklären Sie die Blutanhaftung? Das kann ich Ihnen nicht erklären. Das weiß ich nicht. Ich weiß das wirklich nicht, woher das gekommen ist. Ja gut, aber das ist ja eigentlich Ihr Arbeitsplatz hier, ne? Ja, wer hat denn noch Zutritt? Naja, im Endeffekt jeder. Ich schließe ja nicht ab, wenn ich mal was essen gehe oder auf die Toilette gehe. Mhm. Hinter dir sitzt der Herr Lorenz, der möchte gerne Anzeige aufgeben. Okay. Wegen Stalking. Okay, ich bin jetzt gerade allerdings noch mit der Sarah Baumann da dran, also hier mit der Frau Jung. Ja, kannst du das nicht auch gerade machen? Ja, normalerweise würde ich das machen, aber der möchte den Marvin Baumann anzeigen. Wen bitte? Den Marvin Baumann. Und deswegen dachte ich, du möchtest das lieber aufnehmen. Den Marvin Baumann? Also ich meine, es wäre jetzt ein blöder Zufall, wenn das ein anderer wäre. Aber wenn es um den tatsächlich geht, das heißt, wir haben jetzt einmal draußen, einmal drin und jetzt nochmal drin, Anzeige wegen Stalking Marvin Baumann. Ja. Das mache ich. Da kümmere ich mich drum. Der junge Mann wurde nicht selber von dem niedergeschlagenen Kritiker gestalkt. Marc Westerhofen hakt nach, warum er dennoch Anzeige erstatten will. Also es ist eigentlich geht zum Folgendes. Also meine Frau, Freundin und ich sind jetzt mittlerweile seit einem Monat zusammen. Mhm. Und ja, irgendwann fing sie plötzlich an zu weinen, erzählte mir, dass ihr Ex-Freund, also dieser gewisse Marvin Baumann, sie stalkt, ihr also halt nachstellt, nächtliche Telefonate, SMS, alles was dazugehört eigentlich. Und ja, sie hat so viel Angst, dass sie keine Anzeige erstatten möchte. Und mittlerweile habe ich so die Schnauze voll, dass ich mir gesagt habe, dass ich meine Freundin jetzt schützen möchte. Verstehe ich. Aber erstmal der Name von Ihrer Freundin? Anna Schulz. Anna Schulz? Dieser Name Marvin Baumann, ich sagte das eben ja kurz eingangs schon, halt, der verfolgt mich den ganzen Tag schon. Und wir haben tatsächlich auch draußen jetzt mit den Kollegen eine Einsatzmaßnahme laufen, eben wegen einem oder mit einem Marvin Baumann. Ich habe noch keine weiteren Informationen. Das Ganze findet dann Marvin Baumann. In dem Theater findet das gerade statt, diese Einsatzmaßnahme. Theater? Ja. Das Parktheater? Ja. Da arbeitet Anna. Oh, das... Moment mal. Also Anna arbeitet im Parktheater. Kennen Sie vielleicht einen Lasse? Lasse? Ja, also nicht persönlich, aber meine Freundin nannte den Namen des Öfteren. Den ganzen Namen kennen Sie nicht, Nachnamen? Nein, Lasse. Ich habe keine Ahnung, aber der Name fiel schon des Öfteren. Ist okay. Ein Arbeitskollege. Auch Moment mal, aber Parktheater, Marvin... Stopp, ganz kurz.
wichtigste Informationen, die ich jetzt gerade habe, die muss ich draußen an die Streifenbesatzung gerade weitergeben. Was mache ich jetzt? Sie bleiben hier sitzen. Sie hauen hier nicht ab. Ich komme gleich wieder. In dem Theater konfrontieren die Polizisten die junge Frau mit den Neuigkeiten. Sie wollen klären, warum sie zuvor behauptet hat, den niedergeschlagenen Mann nicht zu kennen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war für mich... Das ist total das dunkle Kapitel in meinem Leben gewesen. Marvin stellt mir ständig nach. Er stalkt mich, er steht vor meiner Wohnungstür, er ruft mich an. Das ist total schlimm für mich. Und ich wollte einfach jetzt nicht damit in Verbindung gebracht werden. Das ist doch total klar, dass Sie dann sofort denken, ich hätte damit was zu tun. Moment mal, du hattest ein Verhältnis mit Marvin? Warum hast du mir davon nichts erzählt? Warum soll ich dir das erzählen? Wir sind selber mal zusammen gewesen. Ja, was hat das jetzt mit Marvin zu tun? Was sind das denn für Verbindungen hier, die auf der Arbeit hier herrschen? Ich meine, das ist ja wie so eine Dreiecksbeziehung, die hier wahrscheinlich irgendwie jetzt funktioniert hat. Nee, das lief schon alles nacheinander. Eieiei. Ja, ich habe schon wieder was Neues. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Sagt Ihnen der Name Anna Scholz was? Oh, das ist doch nicht Ihr Ernst. Ja. Okay, das war sehr deutlich gewesen. Wenn Sie mir jetzt zu Ihrem Ausdruck vielleicht noch kurz sagen können, halt, warum dieser Ausdruck ist. Dass ich das noch erklären muss. Es ist die Ex-Freundin von meinem Freund, die komplett psychisch labil ist. Die Tante steht nachts vor unserer Wohnung. Die ruft ihn an nachts, auch tagsüber, wann es ihr genehm ist. Also es ist so eine Stalkerin. Die Frau ist einfach nur krank. Was soll ich dazu noch mehr sagen? Wer sagt hier die Wahrheit? Stefan Sindera und Jonas Schmidt nehmen die 26-Jährige in die Mangel, um zu klären, ob sie Opfer oder Täterin ist. So, jetzt haben wir verschiedene Aussagen auf der Wache. Sie sagen mir, dass der Herr Baumann Sie gestalkt hat. Jetzt haben wir es allerdings so, dass auf der Wache rausgekommen ist, dass Sie wohl so ein bisschen in die Nachstellungsgeschichte da involviert sind, ne? Ja, das behauptet sie. Ist doch klar, sie will ihren Freund schützen. Sie will Marvin schützen. Ist doch total logisch, würde ich doch auch machen. Ja gut, wir sind jetzt dafür da, um das rauszufinden. Deswegen fragen wir sie. Ja, sie brauchen ja nichts mehr rausfinden. Ich habe ja schon gesagt, was hier los ist. Also haben Sie auch, wenn ich das jetzt noch mal so von Ihnen hören möchte, haben Sie ihn auch niedergeschlagen? Wieso sollte ich ihn niederschlagen? Ja, das ist die Frage. Das habe ich ja gerade gesagt. Wir müssen jetzt ermitteln. Nein, ich habe ihn nicht. Sie finden die Tatwaffe hier in diesem Requisitenraum von Lasse und jetzt soll ich es gemacht haben. Ich war ja auch die ganze Zeit mit Inge zusammen. Mhm. Ich war ja die ganze Zeit mit ihr an den Abrechnungen. Das ist halt die Frage, wo Sie zur Tatzeit waren. Ja, können Sie bestätigen, dass sie die ganze Zeit bei Ihnen war? Wir haben gemeinsam die Abrechnung gemacht, ja. Ja. Weil wir haben ja, wie gesagt, die Vorstellung, die ist ja schon beendet gewesen. Und dann habe ich mit meiner Kollegin Anna hier die Abrechnung gemacht. Aber Moment, jetzt fällt mir ein, sie ist etwas später gekommen. Sie hat zu mir gesagt, weil wir haben unser Business-Outfit ist eigentlich hier Vorschrift. Wir haben alle die gleichen Outfits eigentlich an, um halt eben auch ein gewisses Bild vom Theater nach außen zu repräsentieren. Und zur Abrechnung ist die Anna schon komplett in ihrer Zivilkleidung wieder erschienen. Dass sich die junge Frau umgezogen hat, kommt dem Polizeiduo verdächtig vor. Es nimmt ihren Spind unter die Lupe und findet die Tatkleidung. Wenn jetzt die Geschichte so stimmt von der Freundin von dem Herrn Baumann aktuell, dann ist es ja so, dass sie ihn gestalkt haben. Dann haben sie ihn jetzt hier vielleicht wieder gesehen. Und ich weiß nicht, vielleicht kam es dann noch mal zu irgendeinem Krach und dann haben sie ihn niedergeschlagen. Ich weiß nicht, ob Sie das geplant haben oder ob das spontan war, aber so stellt sich die Situation für uns dar. Anna, was sagst du denn jetzt dazu? Ja, ganz ehrlich, ich werde von vorne bis hinten verarscht. Erst Bitte? Von Marvin, erst von Lasse, dann von Marvin. Und jetzt soll ich mir das gefallen lassen? Es war doch nur gut. Er wollte nicht mehr mit mir sprechen. Er wollte nicht auf meine Anrufe reagieren, hat auch keine Nachricht. Ja, hör mir doch einfach mal zu. Er hat auf gar nichts reagiert, was ich ihm zukommen lassen habe. Und dann höre ich, dass der mit dieser Isa zusammen ist. Ja, prima. Das ergab sich dann einfach. Ne? Er kam dann wieder wie jedes Mal hierher, kam zum Theater. Ich habe ihm gesagt, ja, wie wär's, wenn wir nochmal miteinander sprechen? Dann ne? Nach der Theateraufführung bleib doch einfach im Saal. Ja, dann bin ich halt kurz zu Lasse in den Requisitenraum, als er nicht da war und hab mir diesen Kerzenständer geschnappt. Also gut, jetzt sind Sie ja mal ein bisschen mit der Sprache rausgerückt. Ne? Vor allem für uns ist das jetzt schon mal interessant, dass Sie, das war quasi eine Einlassung, ne? Eine was? Eine Einlassung. Einlassung bzw. Geständnis. Hat nichts mit Lasse zu tun. Nee.
Die 26-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und Vortäuschens einer Straftat verantworten.